Ja, einen schönen guten Tag an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich darf Sie im Namen von FXLED zum heutigen Webinar Indexanalyse mit der Perlentauchermethode unter Verwendung des Agena Traders begrüßen. Durch das Webinar wird Herr Carsten Berger führen, der uns auch gleich zugeschaltet wird. Bevor wir allerdings mit dem Webinar starten, möchte ich noch, dass Sie einen Blick werfen auf die Risikohinweise. Wir haben hier sicherlich keine Handelsempfehlungen. Die Meinung des Referenten ist nicht unbedingt die Meinung von FXLED. Und verstehen Sie das bitte nicht als Handelsempfehlung, was hier dargeboten wird. Ansonsten, Carsten, du bist bereit? Ich bin bereit, von mir aus kann es losgehen. Super, dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß und übergebe jetzt das Wort und den Bildschirm an Herrn Carsten Berger. Okay, da kommt der Bildschirm. Jetzt muss ich wieder gucken, welchen Bildschirm wir da nehmen. Nehmen wir mal den. So. Dann herzlich willkommen zum Webinar heute mal um 17 Uhr. Hatte technische Ursachen und wir haben das ganz schnell umgeplant, weil wir gesagt haben, wir lassen das nicht ausfallen, sondern es gibt ja dann auch die Aufzeichnung und für den einen oder anderen, der es dann nicht live sehen kann, ist es ja auch bequem, sich dann einfach das Video anzugucken, vorzuspulen, wenn ich meine Vorstellung hier kurz mache, um dann aufs Wesentliche zu kommen. Wir werden heute relativ schnell in die Marktanalyse kommen, denn es hat sich seit dem letzten Webinar, was wir gehalten haben, doch eine ganze, ganze Menge getan. Und von daher schauen wir uns gleich auch mal den Risikohinweis meinerseits an, den muss ich auch nochmal machen. Wir wissen, dass es keine Empfehlung ist, die ich hier gebe zum Handeln, sondern Sie sich eigene Gedanken zum Handeln machen müssen, dass der Handel mit CFDs oder mit Finanzinstrumenten zu starken Verlusten führen kann. Und deshalb bitte informieren Sie sich darüber, bevor Sie überhaupt Geschäfte tätigen. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das natürlich dann noch im Video machen. Okay, mit wem sprecht ihr? Ihr sprecht mit mir, Carsten Berger. Ich bin 52 Jahre alt, bin von Beruf Diplom-Verwaltungswirt, lebe in Rangsdorf, 10 Kilometer von Berlin entfernt und bin gebürtiger Berliner, wie man sicherlich hört. Seit 1987 bin ich einfach so den Wertpapieren verfallen als Fondsinvestor. Später, dann 7 Jahre später, habe ich gesagt, okay, man muss auch Aktien handeln. Das war noch im Telefonhandel, wie man es kennt, oder an der Bank mit so einem ganz normalen Order. Und später kam ich dann zum Agena Trader, weil das eine Software ist, mit der ich halt sehr gut arbeiten kann und die viele Dinge miteinander verbindet, nämlich, dass ich meinen eigenen Handelsansatz relativ gut darstellen kann mit Signalen und mir das so hinbauen kann, dass ich alles in einem Tool habe, nämlich Signalfindung, Chartaufbereitung und die Trade-Ausführung und Trade-Verwaltung. Das vereinfacht natürlich die Sache, wenn man nicht verschiedene Tools hat. Sicherlich kann man die Perlentaucher-Methode auch ausführen, wenn man den Agena Trader nicht hat. Das ist halt ein Komfort-Ding, sage ich mal. Man muss sich dann andere Tools halt zusammensuchen. Seit 2013 bin ich kooperativ tätig mit der Agena Trader Firma und mache halt die Coachings für die Software, aber auch meine Strategie mittlerweile, weil die verstärkt nachgefragt wird und sehr selektiv ist, unterrichte ich die halt auch als Coach und diese Perlentaucher-Methode. Okay, was erwartet euch heute in dem Webinar? Der Titel sagt es ja schon, Perlentaucher-Methode. Kurz gesagt, was ist die Perlentauchen-Strategie überhaupt? Es gibt immer wieder neue, die dabei sind, die sind interessiert, was es überhaupt für ein Ansatz ist, um das mal so grundsätzlich zu verstehen. Dann schauen wir uns natürlich die Indizes an, relativ spannend nach dem großen Kursverfall, den wir hatten. Dann machen wir heute ein Screening. Ich schaue wirklich mal in die Märkte, so wie ich sie betrachte, kommentiere das mal. Das haben wir jetzt auch noch nicht so in der Tiefe gemacht. Ist für einige Leute schon auch sehr interessant. Und vielleicht finden wir was für die Watchlist, wo es raufkommt. Vielleicht finden wir aber auch nichts. Also ich muss nicht immer jeden Tag handeln. Das gibt mir mein Tool im Endeffekt vor. Wir schauen da einfach mal rein. Und natürlich könnt ihr mir zum Schluss auch gerne eure Aktienvorschläge schicken und ich schaue einfach mal drauf, was ich da jetzt tun würde. Was ist der Aufbau meiner Perlentaucher-Strategie und was gucken wir uns immer zuerst an? Das wissen die meisten ja schon, immer den Index, weil der Index ist ja ein Zusammenschluss mehrerer Aktien zu einem Index logischerweise.
kann man sagen, zu einem Durchschnitt, einem gewichteten Durchschnitt im DAX in dem Fall. Und in dem Fall habe ich halt eine Auswahl, einen Timing-Ansatz und ein Depotrisiko. Und das bestimme ich halt über den Index. Und zwar, wo befindet sich der Index? Also ist er stark gestiegen in den letzten Tagen, ist er stark gefallen? Wie kann ich da meine Indizes auswählen? Nach welchen Kriterien? Und wann ist es halt besonders günstig, in einen Index einzusteigen? Und natürlich kann ich auch sagen, okay, sind wir relativ teuer im Moment oder sind wir relativ billig? Kann ich darüber mein Depotrisiko streuen? Ein weiteres Analyseinstrument ist immer die Branche. Die schaue ich mir so ein- bis zweimal in der Woche an, weil so viel verändert sich da nicht, um zu sehen, welche Branchen sind denn die dominierenden Branchen und welche sind die Branchen, die im Moment so mehr für Kursverluste sorgen. Im Moment ist das extrem, das werdet ihr gleich sehen, spannend, weil da bleibt nicht mehr viel mit grünen Leuchten im Angina Trader, sondern wir sehen massive Kursverfälle auf breiter Front. Frage ist, wenn das mal vorbei ist, wann und welche Branche kann ich dann halt nehmen? Deswegen halt auch die Auswahl und das Timing natürlich auch. Wann kann ich in diese Branche zugreifen und welche Kriterien gibt es dafür? Wenn ich weiß, in welcher Branche ich unterwegs bin, hat das zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich kann natürlich gezielt in dieser Branche nach Aktien suchen, die dieser Branche zugehörig sind. Bedeutet auch wieder ein Kriterium der Auswahl und ich kann meine Watchlist natürlich damit befüllen mit Hinsicht auf diese Branche. Ein weiterer Vorteil, den ich angedeutet habe, ist der, dass ich, wenn ich mehrere Signale habe, in verschiedenen Aktien aus einem Index, wo ich sage, hey, der MDAX wäre jetzt zum Beispiel gut, da suche ich mir die Aktien daraus und ich habe verschiedene Signale, dann kann ich jetzt sagen, okay, mache noch einen zweiten Blick auf die Branche und so kann ich meine Auswahl in den einzelnen Aktien und die Signalvielfalt drastisch einschränken. Ich sage, okay, ich nehme nur die stärksten Aktien aus der stärksten Branche und der Rest fällt einfach mal weg und dann kommt die nächste Branche dazu, die zweitstärkste. Davon nehme ich wieder zwei Aktien und versuche dort meine Trades halt aufzubauen. Das bedeutet, die Perlentaucher-Strategie ist in dem Fall alles aus einem Guss. Ich habe eine gefertigte Strategie und für viele ist es halt schwierig, einfach eine Strategie erstmal für sich zu finden. Aber das Zweite, was überhaupt noch schwierig ist, ist eine Handelsplattform zu finden, in der man eine Strategie, das muss jetzt nicht meine Strategie sein, überhaupt umzusetzen ist. Also jetzt nur eine Brokerplattform ist zwar schön, aber kann ich in einer Brokerplattform denn meine Signale selbst definieren? Das ist auch schon mal schwierig. Oder kann ich das bei einer Bank? Ja, wenn ich bei irgendeiner Bank bin und habe da die Handelsplattform, kann ich die dort dann einfach so abbilden? Und hier kann ich halt den Angina Trader an FX Flat andocken oder an andere Broker und dort meine Strategie umsetzen. Und das dritte Element ist natürlich schön, wenn ich eine Strategie habe, eine Handelsplattform, ich muss beide beherrschen, meine Strategie und die Handelsplattform. Und jetzt kommt es noch einmal, wie kriege ich das unter ein Dach? Und das ist schon viel, den Angina Trader, sag ich mal, zu beherrschen. Da muss man schon, sag ich mal, eine Menge Gehirnschmalz reinstecken und vor allen Dingen auch Zeit. Und nicht jeder hat die Zeit. Deshalb finde ich es gut, wenn man sich auf das Wesentliche beschränkt, auf das Effektive. Und das ist ja in dem Fall der Handel. Und wenn ich Strategie völlig abgebildet 1:1 mit einer Handelsplattform habe, dann kommt das zusammen und zwar mit einer Ausbildung. Die ist ganz wichtig. Und deshalb biete ich das auch an in dieser Form. Bedeutet, ihr bekommt, wenn ihr das Angina Trader Tool haben möchtet, in dem Sinne einen online-persönlichen Service der Installation mit einem Checkup und der Erklärung der Bedienung logischerweise. 1:1 und nicht in einer Gruppe von 20 Leuten, sondern 1:1 online. Dann gibt es natürlich auch die Einführung in die Strategie, individuell, wie das Vorwissen ist, was meist jeder natürlich verschieden ist. Der eine kennt sich schon aus, der andere ist Anfänger und da hole ich dich genau in dem Punkt ab, wo du stehst. Und weiterhin hast du eine direkte Verbindung zu mir, einen Skype-Kanal und eine entsprechende Gruppe. Wir haben eine Perlentaucher-Gemeinschaft, wo halt meine Trades, Informationen, Watchlisten und die Analysen zu den Indizes abgebildet werden. Und es gibt natürlich auch wiederhin den direkten Kontakt. Hier habt ihr einen Überblick, was letztendlich in dem Perlentaucher-Tool mit bei ist. Und zwar ist es der strukturierte Aufbau, den ihr auf jeden Fall habt. Ihr werdet Outperformer handeln, was das heißt, ihr könnt das Marktklima bestimmen.
Das ist ein kumulativer Trading-Ansatz und wir erkennen die Branchenrotation. Es ist neben dem Beruf handelbar, weil es findet im Tagesschart statt. Das finde ich halt sehr entspannt. Die Wertigkeit von Signalen ist zu erkennen. Wir geben regelmäßige Strategie-Webinare, gezielter Handel mit der Strategie von der Perlentaucher-Methode. Und wir haben natürlich einen sicheren Umgang mit dem Agena Trader plus dem Add-on. Das Add-on ist nicht bei Agena Trader erwerbbar, sondern nur auf Anfrage bei mir. Und ich nehme nur 2 Kunden im Monat dafür, weil ich die Gruppe nicht endlos sprengen möchte. Und wenn ich halt, sage ich mal, im Monat 20 Tools verkaufen würde, dann kann ich die nicht ausbilden, weil ich habe ja noch ein Leben nebenbei, also Privatleben und den eigenen Handel. Und von daher nehme ich nur 2 Leute. Und das bildet ja letztendlich die Qualität im Coaching wieder. Was ist damit bei? 6 Monate Mitgliedschaft in der Perlentauchergruppe, dann 2 Stunden Bedienungscoaching und 3 Stunden Strategiecoaching. Wenn man in der Bedienung schneller ist, dann kann man das natürlich auch ins Strategiecoaching ummünzen. Das Ganze kostet 990 Euro und ihr könnt das gerne bei mir mit einem kostenlosen Vorgespräch anfragen. Und da kann ich euch das Tool auch nochmal explizit 1:1 zeigen, also einfach mich anschreiben. Und weitere Infos findet ihr quasi bei Start bei mir auf der Homepage tradercoach.de. Und dann klickt ihr einfach auf Start, Leistung und Coaching. Oder schickt mir eine E-Mail an cb@tradercoach.de. Und dann können wir uns zusammenschalten. Ich schicke euch meine Skype-Verbindung und ich lasse euch auf meinen Rechner und zeige euch mal das Tool und erkläre es euch. Okay, genug von dem. Ein kleiner Hinweis noch von mir. Das Perlentaucher-Tool ist mit FX Flat noch nicht erhältlich, weil FX Flat dabei ist, die Struktur der CFDs massiv zu erweitern. Das heißt, es wird mehr Aktien-CFDs geben und Branchen-ETFs und Länder-ETFs, die unabdingbar sind, um diese Strategie wirklich so auszuführen. Und deshalb ist es im Moment noch nicht erhältlich, weil die Vielfalt noch nicht gegeben ist, aber es wächst ständig. Und sobald diese Strategie mit den CFDs, Aktien-CFDs auch von FX Flat richtig abgebildet werden kann, dann werde ich dieses Tool umschreiben und ihr könnt es dann auch erhalten. Okay, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch reinstellen. Ich gucke dann ab und zu mal drauf. Muss mir die jetzt hier mal rausziehen. Momentski. Das ist da. Ziehe ich mir die mal raus. Okay. So, womit fangen wir immer an? Logischerweise fangen wir an mit dem Marktklima. Ich habe das so genannt, damit man überhaupt ein Geländer hat und sich festhalten kann und sagen kann, hey, wo waren wir denn oder wo sind wir gerade? Sind wir relativ teuer, relativ billig? Was man hier oben sieht, das ist der Tagesschart. So, nicht so schlimm, da unten ist der Wochenchart, den brauche ich nur relativ klein, weil ich ungefähr wissen möchte, wo geht die Reise hin. Und schauen uns mal den FDAX an, also den DAX Future, um zu schauen, wo wir uns gerade befinden. Also beim letzten Webinar, ich schaue mal kurz auf den Kalender, da waren wir Februar, da waren wir am 12., das war nicht bei FX Flat, sondern bei CapTrader, da waren wir am 12. Februar unterwegs, der ist dort. Machen wir mal größer. Ich male das mal hier ein. Was? Okay, ich habe die Zeichnung ausgeblendet. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte Zeichnung einblenden. So. Und ich wollte hier aber löschen, die Zeichnung, weil die brauchen wir ja nicht. So. 12. Februar, da ist der 14. Februar. Wir waren da. Oh, das ist spannend zu sehen. Da war das Webinar. 12. Februar. So. Und seitdem hat sich ja eine Menge getan. Wenn wir das Ganze mal nach rechts rausschieben, da sage ich immer die Wahrheit des Charts, ja, weil die Skalierung sich ja im Chart verändert. Man kann im Nachhinein immer sagen, ja, das habe ich ja gesehen, dass es short war oder long war. So, und so sieht man ja, wie die Skalierung sich verändert, wenn ich es nach rechts rausschiebe. So, das war das Webinar. Und da war mein Tenor, so wie, glaube ich, wie ich es gesagt habe, dass der Markt natürlich gerade relativ teuer ist, weil er am oberen Bollinger Band ist. Das ist er ja hier auch ab und zu. Und klar gab es da gar nicht so einen Abverkauf. Aber ich muss ja den Markt beurteilen, wie er ist.
Was eine wichtige Rolle spielt bei der Beurteilung der Indizes, ist die Volatilität bei mir, ja, zusätzlich zum Volumen. Aber die Volatilität bilde ich hier auch ab, und zwar hier unten in diesem Indikator. Das Schwarze ist die Volatilität und das Gelbe ist das Gold und das Rote ist im Endeffekt der Index hier. Und wenn die schwarze Linie über dem Index ist, dann wird oben der Chart ja nicht grün, sagen wir mal so. Mir reicht es aus, wenn der Markt eher long ist, das heißt die Vola niedrig ist, dann wird das hier oben grün. Und wenn das halt nicht der Fall ist, das heißt die Vola hoch ist, dann wird dieser Chart letztendlich wieder schwarz für abgehende Kerzen und weiß für aufsteigende Kerzen. Und so kann ich das recht gut erkennen. Wir haben ja zurückgespult. Wir sehen, dass das Prinzip sehr gut funktioniert. Also wir haben hier letztendlich einen Short-Bereich gehabt, wo wir sagen, nein, und hier wieder den Einstieg in die Long-Bewegung rein, das ewig lange hielt. Hier wurde es wieder kritisch, da kam es die Vola wieder nach oben. Dann wird es wieder ein bisschen long, dann wieder kritisch. Hier wurde es kritisch, dann wieder long. Und so ging es halt weiter. Und in der Phase war ich noch long investiert, logischerweise. Und habe meine Trades ganz normal verwaltet, das heißt auch die Stops nachgeschoben, weil wir ja hier relativ teuer sind und so. Und so ging es dann die nächsten Tage weiter. Wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind nicht am 5. März, sondern wir sind am 13. Februar, genau, es passt. Alles gut, wir sind immer noch im Long-Bereich, weil der Chart grün leuchtet. Und jetzt haben wir am 18. Februar haben wir einen ersten Hinweis, obwohl wir noch total long sind am oberen Bereich, dass die Vola ansteigt. Und das ist wirklich nur ein Hinweis. Ich schmeiße dann nicht meine ganzen Positionen raus, sondern es bedeutet für mich im Endeffekt nichts anderes, als dass ich dann sage, okay, die Stops sind rangeführt oder werden jetzt auf jeden Fall enger rangeführt, werden dann wahrscheinlich auch ausgestoppt, ist okay. Oder wenn Trades, also Aktien, in dem Fall gut gelaufen sind, nehme ich halt Teilgewinne raus. Das ist für mich sehr wichtig. Ich bekomme hier gerade eine Frage rein, und zwar werde ich gefragt, was die gestrichelten blauen Linien bedeuten. Das ist im Endeffekt, zeichne ich mir die ganz einfach rein. Hier rechts, das ist die Trendlinie. Und die habe ich so eingestellt, dass man einmal draufklickt auf einen Punkt und die nicht zieht und dann kommt da so eine gestrichelte Linie. Ich selbst muss mir das nicht mehr einzeichnen. Ich mache das für meine Coaches und in der Gruppe, damit es verdeutlicht wird. Ich zeige dort auf, wo halt Punkte sind, also Umkehrpunkte, wo das Volumen hoch ist. Das heißt, dort eine Volumenunterstützung beziehungsweise ein Volumenwiderstand entsteht. Also schaue ich mir das hier zum Beispiel an und sehe, okay, das ist ein extrem hohes Volumen über dem Durchschnitt. Das ist am Tief, dann habe ich hier so eine Marke, dann zeichne ich mir das ein. Ich selbst muss das mir nicht mehr einzeichnen, aber wieder zur Verdeutlichung, ist es halt eine Unterstützung, sieht man ja auch, Zone, die halt vom Volumen gedeckt wird. Ja, für mich ist es halt interessant, mir zeigt das Tool halt an, wo ich halt extreme Volumina habe und dann möchte ich das gerne vom Volumen und Unterstützung in einem haben, also kumulativer Ansatz. Ja, die zeichne ich mir halt ein. Oft dreht der Markt halt da in diesen Bereichen. Und das zählt für oben und unten. Habe ich hohes Volumen oben. Das ist jetzt mal hier oben der Fall. Das ist nicht so extrem hoch in den Indizes. Man sieht es in Aktien viel schöner. Dann kann ich mir es hier oben einzeichnen. Dann kann ich feststellen, okay, wir haben hohes Volumen im oberen Bereich. Und wenn der Kurs sich da drüber etabliert, dann habe ich halt ganz einfach die Masse hinter mir. Und wenn der Kurs sich da drunter etabliert, dann habe ich halt die Masse gegen mich. Ja, das ist halt relativ einfach. Es gibt ja dieses andere, sagen wir mal, Volume, Profile und so weiter. Ich selbst halte es lieber ganz einfach. Ich bin nicht so der Typ, der so unheimlich viel Informationen verarbeiten will, sondern es relativ einfach hält. Deswegen reicht mir das einfache Volumen da unten. Ja, wer das Volume, Profile und so weiter kann, ist super. Soll es auch machen. Für mich sind das einfach zu viele Informationen und mir reicht das im Tageschart so anzuschauen. So, ich klicke einfach mal weiter. Das ist die nächsten Tage passiert. Wir sehen, die Kerzen sind auch mal grün und mal wieder schwarz. Das ist auch mal interessant. Das heißt, die Vola geht mal wieder runter, mal wieder hoch. Und jetzt steigt sie aber wieder an. Und das ist schon ein bisschen genau in dem Bereich, wo vorher das Volumen hoch war. Also mal sehen, ob der Wert noch drüber kommt. Nein. Was passiert? Der Markt fällt am 21. Februar und das Volumen steigt. Das ist auch völlig in Ordnung so. Alles noch okay. Aber die Vola steigt. Und die Vola ist schon so hoch, wie man hier sieht, wie in diesem Szenario. Da war der Drawdown wesentlich höher. Und wenn sie da drüber geht, dann werde ich halt schon mal skeptisch.
Den nächsten Tag kam das so. Na, hier habe ich gar nichts gemacht. Also ich hatte auch noch Long-Positionen in diesem Bereich neu eröffnet, weil der Index halt zurückkam zum 20er. Dann screene ich mir halt meine Aktien durch und meine Branchen. Und jetzt muss ich mal kurz mein Telefon, mein Festnetz ausmachen. Moment. Ist gleich wieder weg. Meine Mutter ruft ihn nachher zurück. Und so, dann kam der zurück. Und ich habe halt dann Positionen gehabt, wo ich teilweise dann auch im Teilgewinn meine erste Position rausnehmen konnte. Aber es gab auch Positionen, die einfach mit einem R-Minus ausgeschlossen wurde. Vor allem, sage ich mal, ins Minus gelaufen. Dann ist völlig in Ordnung. Shorts habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht eröffnet. Und was mir jetzt letztendlich, da war schon das letzte Wochenende, wir haben den 24. war ich halt mit dem, sag ich mal, mit meinem ganz normalen Kapital, was man hat, Altersversorgung, da rede ich jetzt von ETFs oder Fonds, die ich hatte, sage ich mal, seit dem 18. Lebensjahr habe ich die 30 Jahre lang bespart oder 40 Jahre sogar und habe jetzt überlegt, was mache ich denn jetzt? Die sind jetzt wirklich schon fast am All-Time-High. USA war damit bei und Emerging Markets und sowas, super gelaufen. Da sage ich, okay, jetzt habe ich noch nie verkauft, ja, immer nur bespart. Und jetzt habe ich überlegt, was machst du denn jetzt, wenn das Ding jetzt zurück? Jetzt sieht es schon sehr komisch aus. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt die Volatilität angucke, drüber, ne? Und diese Kerze, sage ich mir, okay, dreht der wieder, ist der Markt jetzt wirklich anders? Ja, ich habe 8 Stellungen gehabt, habe gesagt, okay, die Long-Position kannst du nicht aufmachen, es gibt kaum noch was. Der Markt hat mich schon abgelehnt. Dann haben wir das gesehen. Das ist der 25. und da kam ich echt ins Grübeln, weil wir haben ja die 200er-Linie getestet. Und natürlich kann die hier drauf reagieren. Ja, aber die Vola war noch höher. Und das Volumen war hoch. Und das war hier bei der ersten Kerze hoch und das war hier hoch. Habe ich gesagt, okay, wenn das hier hoch ist, es könnte doch hier, wenn es hier drehen, wo etablierte sich der Kurs? Ja, hier war das Volumen hoch, da war es aber noch höher, am selben Punkt. Und jetzt kam der Kurs runter. Und jetzt habe ich ja letztendlich die hier, die hier oben letztendlich einmal geschort gegangen sind, alle gegen mich. Ja, und dann kann es sein, dass wieder Positionen aufgebaut werden und der Markt das hier macht. So, und ich dann letztendlich kaum noch Long-Positionen gehabt. So, und dann kam das. Und am 26. habe ich alles verkauft. Also selbst meine Fonds, die ich seit 40 Jahren hatte, das war, hört sich jetzt so neu mal klug an. Also ich bin da jetzt kein Held oder so, sondern ich habe einfach da gesessen und gesagt, was machst du denn jetzt? Willst du jetzt nochmal rein charttechnisch gesehen, war das an so einer Stelle, wo ich sage, okay, das könnte sich jetzt wieder einfangen, wenn man investiert ist, ist ja alles schön. Aber ich habe ja noch ein anderes Hintergrundwissen. Das habt ihr auch, ihr wisst es, wer von Corona gehört hat, das ist halt ein psychologisches Element, was damit reinspielt, was wir halt nicht bestimmen können. Und für mich, als auch von meinem früheren Beruf Gefahrenanalyse betätigend, habe ich gesagt, okay, das ist halt ein Risiko, das ist überhaupt nicht einschätzbar. Und dann habe ich gesagt, okay, der Markt, wenn der jetzt schon so reagiert, was passiert denn wirklich, wenn das bei uns ankommt? Weil Corona war da auch gar nicht so bei uns angekommen oder in den USA. Die haben es ja verschwiegen und jetzt haben wir es in den USA und in Europa auch und hier in Deutschland und überall. Wie gesagt, okay, wenn keiner mehr produziert, wenn alle krank sind oder wenigstens, ja, sage ich mal, in 2, 3, 4 Wochen irgendwie eingesperrt sind irgendwo, dann wird es halt schwierig, wenn auch jemand konsumieren möchte oder nicht. Und wenn der Erste sein Geld abzieht, dann ziehen die anderen das auch ab. Und dann geht so ein Herdentrieb los. Und ich habe mich entschieden, am 26. meine Fonds zu verkaufen. Und eine Entscheidung, die mir wirklich nicht leicht fiel, ich dachte, wenn der Markt jetzt wieder hochgeht, wie kommst du wieder rein? Aber ich habe gesagt, okay, nimmst du jetzt einfach raus. Ist auch noch steuerlich günstiger gewesen, weil die waren noch von ganz früher. Das heißt, ich zahle keine Abgeltungssteuer drauf auf einen gewissen Teil. Und dann steigst du halt wieder ein. Dann ist halt, wenn jetzt da eine Umkehrkerze kommt, dann skalierst du dich wieder rein in den Markt. Und ich habe gesagt, der Markt mit Corona ist doch bestimmt, wenn er hier oben war, war es ja schon weit weg in China und so weiter. Natürlich kommen viele Waren aus China und so. Das betrifft uns auch. Aber wie gesagt, wenn der Markt so weit oben ist mit Corona, also ohne Corona so ein bisschen hier in Europa, wie ist denn der Markt, wenn er überall ist auf der Welt? Das ist ein unabsehbares Risiko, uneinschätzbar. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme das, was ich habe, raus aus dem. Habe dann am 26.02. Shorts eröffnet auf den DAX und habe Gold gekauft. Gold war jetzt nicht so mega erfolgreich. War ein Teil Minus-Trade bei, von daher war das okay. Aber der Short und DAX, der war halt gut. Ja. Und vor allen Dingen viel sicherer ist, das Kapital zu sichern.
Und dann ging es halt die Tage weiter. Dann habe ich gesagt, okay, war ja nicht schlecht. Und jetzt kommt ja die Frage, muss ich wieder einsteigen? Und davor schützt mich halt mein Tool, dass ich da halt nicht einsteige. Weil es gibt ein bestimmtes Setup bei uns, Setup 1, 2 und 3. Und Setup 3 hat sich dort gar nicht erfüllt. Und deswegen haben wir gesagt, wir können da unten nicht einsteigen. Schreibe auch in meiner Gruppe und dann ist halt das passiert. Und dann ging es halt super schnell bergab. Und der Short ist halt super gewachsen. Man sieht doch gleich, zeige ich, wie ich den Short umgesetzt habe am DAX. Und also die Entscheidung wirklich zu fällen, und ich habe es auch wirklich gepostet bei Traders Yard und bei mir in der Gruppe, dass ich am 26.02. das verkaufe. Die wussten es alle, Teile von meinen Schülern haben selbst Gewinne mitgenommen. Andere haben es einfach ausgesetzt und haben gesagt, okay, wir machen Trading zum Investment. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich muss vorher wissen, bin ich Investor? Dann muss ich halt, sag ich mal, andere Kriterien haben jetzt beim Trading. Und was man auch immer wissen sollte, ist, wie viel Zeit habe ich denn noch, damit ein Markt sich wieder erholt, wenn ich mein Kapital in dem Markt lasse? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das ist eine Altersversorgung, die ich da habe. Und wenn ich jetzt sage, okay, der Corona kommt, ich weiß nicht, was passiert, wie viele Jahre soll ich denn warten? Und der Markt hat jetzt schon so viel Kapital vernichtet und ist auf ein Niveau zurückgefallen. Wenn man sich mal hier anschaut, wir sind jetzt hier unten im Wochenchart. Ich kann ihn ja mal größer machen. Der Wochenchart. Wir sind durch alle Unterstützungen durchgerauscht und befinden uns hier bei 8000. Und wir hatten diesen Stand 2014. Da sage ich herzlich willkommen. Möchte ich jetzt nochmal 6 Jahre warten, dass der Markt da hochkommt? Auf keinen Fall. Und die Frage ist, wie sieht die Welt nach dem Virus aus? Wie viele Branchen überleben? Wie viele Unternehmen überleben? Wie viele Kredite können Unternehmen nicht zahlen? Wie viele Kredite können arbeitslose Verbraucher nicht zahlen, die überteuerte Kredite haben, die sich Riesenhäuser gekauft haben für 600.000, 700.000 Euro und auf einmal auf Kurzarbeit sind? Das sind Fragen, wie die Banken damit umgehen und wie das Geld dahin fließt. Ich bin kein Wirtschaftsfachmann, aber es klingt für mich recht unlogisch, was gerade uns allen so erzählt wird. Und deshalb warte ich erstmal ab. Ich stehe an der Seitenlinie, bin short. Und wer das alles nutzen will, so eine Bewegung, der ist intraday gut aufgehoben und nicht end of day. Muss man ganz klar sagen. Also man kann zurzeit keine vernünftigen end of day Trades aufsetzen mit normalem, sonst gehandelten Risiko. Ne? Schauen wir uns mal an. Warum das nicht geht? Ganz einfach. Die Vola ist so hoch. Ich scroll jetzt mal zusammen, dann können wir mal gucken, wann die Vola mal so hoch war. Die Historie war 2018 war sie mal so hoch. Ja, und das ist halt schon mal eine richtige Ansage. Ja. Und die muss ich erst wieder abbauen, weil wenn ich auf Tagesbasis handeln würde, dann muss ich ja so eine Kerzen irgendwo, muss ich ja meinen Stop hinsetzen, sinnvoll, und nicht einfach irgendwo hier rein, damit ich mein Risiko berechnen kann. Und wenn ich mir die Kerzen hier angucke, 10.250 auf 9.000 mal 1.000 Punkte, da sage ich herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich mir die Kerzen hier anschaue, da weiß ich auch, irgendwie ist jetzt ein anderer Markt. Und wer es Intraday nutzen kann, das ist super. Wer die Zeit da hat und da investieren möchte, ist okay. Aber enge Stop-Nachführung, weil die Märkte Intraday auch extrem volatil sind und schnell drehen. Und was sich im Moment abspielt, ist ja, dass die Kasse, also der Kassamarkt, der von 9 Uhr aufmacht bis 17.30 Uhr, anders spielt als der Future. Also der Future macht halt in der Nacht meistens die gegenteilige Bewegung von dem, was die Kasse am Vortag gemacht hat. Bedeutet, ist der Markt am Vortag gefallen, macht der Future in der Nacht es wieder wett. Da steht dann plus 5%. Und alle denken, er ist ja super Hype. Dann steigst du ein am nächsten Tag und sagst, du gehst long und wirst zum, sagen wir mal, beschissensten Kurs ausgeführt. Und der Markt gibt in der Kasse wieder, im Kassamarkt wieder nach. Und umgekehrt passiert es genauso. Also von daher im Moment gar keine Möglichkeit reinzukommen. Es sind viele Gaps da. Das muss ich auch wissen. Bin ich an meinem Tag long, habe meinen Stop und über Nacht, wenn ich End of Day trade oder auf Tageschart, behalte die Position über Nacht, mache die am nächsten Tag mit einem Gap nach unten auf. Und das ist halt recht schwierig zu handeln. Deshalb muss man sehen, wie man an der Seitenlinie steht und dort Werte findet oder wie man sich verhält. Was wir im Moment in der Premium-Gruppe bei uns machen, ist, Werte zusammenzusuchen, also Aktien zusammenzusuchen, die fundamental gut sind. Das heißt, die wenig Schulden haben, die einen guten Cashflow haben. Denn die Unternehmen, die jetzt Schulden haben und jetzt keinen Cashflow mehr haben, keinen Umsatz, die werden einfach vor die Hunde gehen. Weil ich glaube nicht, dass die Regierung sämtliche Unternehmen retten wird, die vorher schon verschuldet waren.
und jetzt nochmal Geld draufgebügelt haben wollen, das man eigentlich nie wieder sieht, weil die es gar nicht überleben werden, diese Phase. Deswegen fundamental gute Werte suchen aus Amerika und USA. Und das kann der Agena Trader auch und das haben wir auch zusammengestellt. Wir haben hier so einen Aktien-End-of-Day-Screener. Da haben wir bestimmte Einstellungen vorgenommen und dann drückt man auf den Knopf und dann kriegt man die Werte aus Amerika. Für Deutschland geht es nicht mit dem Agena Trader, die halt das fundamentale Werk, sag ich mal, erfüllen, was man dafür braucht, um ein gutes Unternehmen zu haben. Und auf die konzentrieren wir uns und warten halt ab, bis halt entweder Setup 3 bei uns auftaucht, das heißt an einem bestimmten Tief, was wir abwarten, dann ein Signal bekommen. Oder, sag ich mal, wieder sich ein leichter Aufwärtsbewegung etabliert hat. Und das solltet ihr wahrscheinlich auch mal tun, zu gucken, euch ein Portfolio zusammenstellen, einfach mal eine Beobachtungsliste zusammenstellen, die Unternehmen, die gute Geschäftsmodelle haben und die eine gute Marktstellung haben, ja, Burggrabenmäßig und was immer da noch ist. Und da eine Liste euch aufstellen, die könnt ihr ja auch im Agena Trader hinterlegen und dann warten, bis die entsprechenden Signale auftauchen. Geduld müsst ihr haben. Ja, muss nicht euch da reintreiben lassen. Der Markt, wie man heute sieht, ist schon wieder eigentlich auf Abwärtstour. Und von daher ist es gut vorbereitet zu sein, an der Seitenlinie zu warten. Und wenn ihr was macht, macht das bitte mit kleinen, kleinen Positionen. Also im DAX sieht es nicht gut aus. Schauen wir mal uns an, was die Nasdaq macht. Also so eine Kerzen sind ja mega extrem. Das sieht ja genauso aus. Wir sehen hier noch, die Volatilität ist gering. Ja, der Markt steigt. In so einen Phasen suche ich mir halt Aktien. Wenn es hier grün wird, sieht man ja auch, ne, so retrograd. Die Kerzen sind grün, weil sie grün sind an dem Tag und nicht wie bei einigen Tools, dass die retrograd zurückversetzt werden und dann grün, wie bei der Markttechnik zum Beispiel, dass man sagt, es ist grün, wenn es ein Aufwärtstrend ist. Der fängt aber erst an eigentlich hier und da seid ihr ja noch nicht drin. Also von daher ist es hier unten eigentlich Quatsch. Markttechnik-Tool, bei mir ist es so, dass es nicht markttechnisch bedingt, sondern Wohler bedingt. Man sieht, an dem Tag kriegt man ein Signal, da hat man hier die Möglichkeit, am nächsten Tag einzusteigen. Also immer, wenn am Tagessignal zu Ende ist, könnte man einsteigen. Ich handle die Indizes so nicht direkt, aber wie ihr seht, kriegt man halt ganz gute Signale und man kann das dann in der Branche umsetzen oder halt, wissen, der Markt, Gesamtmarkt ist long unterwegs, dann suche ich mir halt die entsprechenden Aktien aus long und dann halt die besten der Branche. So, was hat sich in der Nasdaq ergeben bis dahin? Unterm 200er, wir haben hier einen extremen Volumenanstieg, wie man sieht, ja, hier, da unten. Und das am relativen Tief. Und man sieht, wie da genau an dieser Kerze komischerweise der Markt doch reagiert, nochmal zurückkommt. Alles schön. Wer hier nochmal long gegangen ist, eins toll. Aber das gesamte Setup sieht natürlich deutlich negativer schon aus. Und man müsste, wenn man das gemacht hat, hier deine Teilgewinne nochmal rausnehmen aus dem Bereich oder Stops nachführen. Ja? Und auch vielleicht mit einer geringeren Size. Dann gibt es ein Gap hier und der Markt geht runter, läuft nochmal drüber und reagiert wieder in dieser Zone. Auch wieder in dieser gestrichelten Linie, die ich hier eingezeichnet habe, und dreht dann ab und kommt wieder runter. So, und jetzt haben wir halt was. Ich sehe halt gerne ein großes Volumen an einem relativen Tief. Und das haben wir gar nicht gehabt. Wir haben eine riesen Bandbreite hier, aber das Volumen nimmt immer mehr ab. Für mich, einige sagen, das ist ein gutes Zeichen, für mich ist es kein gutes Zeichen. Das heißt für mich im Endeffekt, hier ist noch nicht das Pulver, sage ich mal, verschossen, sondern jetzt wird hier nochmal ein bisschen gewartet und ich denke mal, ich bin ja kein Prophet, aber hier unten kommt, wir sehen das hier unten nochmal, die 6.000, was ist das, 5.950. Das ist so die Marke, wo ich denke, okay, wir gehen da runter. Und dann hoffe ich, dass das mit einem sehr, sehr hohen Volumen passiert, weil ich der Meinung bin und die Theorie vertrete, in so einer Phase kaufen hier unten nicht die, sag ich mal, kleinen Leute, sondern die Leute, die ein bisschen mehr wissen als wir und ich und das hier so auf einer Ein-Mann-Play-Space-Station hier machen, Agena-Trader, sondern die das große Geld drehen. Und dafür baue ich halt hohe Volumina. Das habe ich hier gar nicht. Dann ist trocknet aus, das Volumen. Es wird immer weniger. Die Wohler ist noch extrem hoch. Und da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das Ding hier runterrutscht. Und hier liegen bestimmt unheimlich viele Stops, ja, für den Einstieg. Und die werden dann auch noch getriggert. Und dann kommen wir vielleicht ganz schnell in den Bereich von 6.000. Und wenn es nicht so ist, freue ich mich auch. Ich stehe dabei und warte und könnte vielleicht dann noch einen Short-Trade eröffnen, wenn das hier noch eine Weile seitwärts läuft. Der S&P wird auch nicht anders aussehen, noch ein bisschen schlimmer als Nasdaq.
Warum ist das so? Ja, im Nasdaq sind halt mehr Technologieunternehmen unterwegs und das bedeutet, die können natürlich viele Sachen im Internet machen und brauchen dann nicht Personen direkt vor Ort oder haben ein geringes Ansteckungsrisiko und vor allen Dingen, sie brauchen nicht unbedingt das produzierende Gewerbe hinter sich. Das heißt, sie brauchen keine Waren aus China, noch nicht, wenn sie mal Ersatzteile einbauen müssen in ihre Router oder sonst wie dann schon vielleicht. Aber letztendlich ist es halt eine Industrie, die sehr produktionsabhängig ist und von daher reagiert der S&P da auch schlimmer. Auch hier haben wir eine extreme Volatilität und sehen, wir tänzeln hier unten schon wieder am Tief rum. Und wenn wir uns genau anschauen, wir sind hier bei 2346 im Wochenchart. Der nächste Haltestelle ist wahrscheinlich hier so im Bereich von 2000. Ja, halte ich jetzt auch nicht für unmöglich. Und wenn wir zurückgucken, dann sind wir hier ungefähr beim Stand 2016. Ja, es ist auch schnell möglich, dass das Ding noch weiterfällt. Also zurzeit kann ich da nicht einsteigen. Für Shorts im S&P ist es okay, in den Intraday-Bereich etwas zu suchen, weil der Markt ist nun mal shortlastig. Im End-of-Day-Bereich jetzt hier gegen diese Bewegung am unteren Bollinger-Band zu handeln, halte ich für relativ verfrüht noch. Man sieht hier auch im Screener bei mir, was die Trenddynamik angeht, haben wir keinen Wert mehr, der über 1 ist, außer vielleicht Gold hier oben, so ein bisschen in der Nähe von 1. Das ist Gold, aber auch Gold. Ja, den Trade, den ich versucht habe, war hier, habe ich den aufgesetzt. Ist nicht ganz in Erfüllung gegangen. Xetra Gold. Danach ist es stark abverkauft worden, reagiert jetzt hier unten auch mega volatil. Ja. Schaut euch diese Kerzen an und schaut euch diese an, die hier vorher stattgefunden haben. Ja, also ich möchte jetzt mein Risiko auf Tagesbasis nicht in diesen Kerzen berechnen. Es kommt eine Frage rein. Schon mal ein bisschen größer schieben. Welchen Chart rot nimmst du denn im mittleren Chart, wo die schwarze Vola ist? Welchen Chart im mittleren Chart? Das ist der Chart, der hier oben einfach gespiegelt ist. Also ich habe den übertragen hier in den Agena Trader. Und das ist halt der Chart, der hier oben drin ist, ist gleichzeitig hier unten drin. Und das Schöne ist, ich habe es halt verknüpft, kann das halt sehen, die Vola, ob die halt gut ist oder nicht, und wo das Gold sich befindet und kann daraus Rückschlüsse ziehen, ob der Gesamtmarkt, ob ich in Aktien bin, in Gold bin oder ob ich halt flat bin. Ja, das kann man daraus sich ein Regelwerk erstellen. Dann schauen wir uns mal Silber an. Also Rohstoffe sind auch völlig rausgegangen. Und die Begründung dafür ist für mich eigentlich nicht so interessant, weil der Chart sagt mir eigentlich alles. Frühwarnsystem war hier eigentlich an. Wer hier nochmal long gegangen ist, okay, aber wer hier drunter noch drin war, der sollte einfach mal überlegen, warum er das gemacht hat, weil man denkt, dass Bewegungen immer weitergehen, so wie sie waren. Das ist halt nicht so. Und jetzt sind wir halt extrem verfallen bei extrem hohen Volumina und schauen uns mal auf Wochenchart an und sehen wir, dass, wo Silber eigentlich gelandet ist, auf einem Niveau von, Moment, ich gehe mal zurück, 2009. Ja. 2009, also das sind 11 Jahre. Und das ist schon krass. Als Benchmark habe ich halt den Weltindex. Sieht man auch, also es ist nicht nur in Europa und Amerika ist schlecht dran, sondern Gesamtweltindex, nicht gewichtetes MSCI World. Und man sieht trotzdem, auch die ganze Welt ist halt, sag ich mal, im Bann von Corona und gibt extrem ab. Was mir hier auffällt, ist das Volumen in diesem Fonds, in diesem ETF extrem hoch in diesem Bereich. Ja, diese Kerze sieht man, das waren diese Kerzen. Und der Markt reagiert noch ein paar Tage darauf, geht runter und verfällt dann extrem. So, dann haben wir hier nochmal ein hohes Volumen an dieser Kerze, sieht man auch. Der Markt läuft auf, reagiert 2 Tage, fällt wieder runter. So, und jetzt haben wir natürlich, jetzt wird das Volumen wieder weniger. Und wenn was passiert hier, dann können wir halt vielleicht eine Aufwärtsbewegung haben, die bis hier geht. Und dann wird es aber schon dünn. Ja, erstmal haben wir hier ein Gap und das Volumen. Und das macht die Sache immer auf jeden Fall schwieriger, dass der Markt da drüber läuft. Das heißt, wenn ich das Short handeln möchte, würde ich halt warten, entweder Szenario 1, das Ding läuft seitwärts, paar Tage, die Vola wird geringer mit den Kerzen. Oder der Markt macht die Sache über den Preis, läuft zurück über den Preis und bringt dann halt eine Umkehr, Strich Umkehrstab oder eine Powerbar Short, wie man sie bei mir auch im Signal sieht dann, und läuft dann wieder in diese Richtung. Ja. Wenn man hier schon rein möchte, dann bitte nur Intraday, sonst wird das nichts. Dann ist man diesem Gap-Risiko extrem
ausgeliefert. So, Eurostock sieht genauso aus, ob ich jetzt einen HDAX nehme oder sonst wie. Was haben wir hier noch? Den Russell können wir uns mal anschauen. Beim Russell ist ja interessant, ne? Den 2000 Aktien aus Amerika, so aus der anderen, der zweiten und dritten Reihe. Wenn man jetzt mal den Februar sieht hier, 11. Februar, 18. Februar, das ist ja alles noch okay hier oben. Ne? Da sind wir halt runter ins untere Bollinger Band, da wäre ich schon immer vorsichtig und das ist schon am 30. Januar passiert. Also der Russell hat schon vorgezogen vor den Nasdaq und vor dem S&P 500. Und das ist schon spannend, wenn der Russell nicht mehr ganz mitmacht, diese kleinen Unternehmen, sondern nur die großen Unternehmen, die Indizes nach vorne treiben, das ist schon ein kleines Frühwarnsystem. Dann geht das Ding nach oben nochmal und kommt gar nicht mehr ans obere Bollinger Band, sondern tendelt hier am 20er rum, geht nochmal runter, drüber, es wird immer kleiner. Und spätestens nach diesem Gap hier, das ist am 25. Februar gewesen, dann halt Vorsicht gehalten lassen. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, okay, wenn der Russell auch drunter ist, dann ist Amerika auch nicht mehr so stark. Schmeißt du mal deine Fonds jetzt mal auf den Markt und machst mal Cash. Ja. Muss halt, wenn man so eine Gesamtanalyse in den Indizes trägt, auf jeden Fall dazu bei, sag ich mal, sich einfach zu orientieren, was gerade passiert. Und jetzt schauen wir uns die Volumina nochmal an. Hier ist ein extremes Volumen. Ja, da, in dem Bar, der Markt reagiert drauf, kommt runter und bricht dann halt die nächste Zeit wieder weg. Dann nimmt das Volumen wieder zu hier. Markt reagiert drauf, drunter, bricht weg. Jetzt haben wir hier ein hohes Volumen gehabt an diesem Umkehrstab, weil wahrscheinlich alle dachten, yippie, Umkehrstab, jetzt geht's los. Nein, der wurde gar nicht, hier oben hat er geschlossen, der Markt, und am nächsten Tag macht er hier unten auf. Na, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir dann mal ein kleines, wo ist der Messer? Da ist er. Von da oben haben wir zugemacht und da unten machen wir auf. Mal ein Gap von 10%. Da sage ich herzlichen Glückwunsch für alle, die jetzt da long gegangen sind, auf Tagesbasis Positionen über Nacht hatten. Nicht so ratsam. Deshalb vorsichtig, wie ich immer sage. Kommt zurück der Markt, reagiert wieder darauf. Und jetzt die Frage ist jetzt, werden die Kerzen ein bisschen kleiner und etabliert der Markt sich über diese Situation hier von 81 Dollar, ja, in diesem Russell 2000 ETF. Das ist ja ein ETF hier. Und die Frage ist dann, geht es seitwärts? Kann man dann eine kleine Position eröffnen. Also spannend, was der heute macht hier, was die nächsten Tage passiert, ob der Kurs sich drüber etabliert. Dann könnte es eventuell sein, dass der Markt nochmal hier reagiert. Der 20er kommt meistens runter. Und dann wäre hier schon wieder Feierabend erstmal, weil der Druck zu stark wird. Hier haben wir das Volumen gegen uns. Wir haben hier eine Gap-Situation. Der 20er kommt runter. Kumulativ gedacht ist dann wieder eigentlich Feierabend in dem Bereich. Und dann wieder Zeit eigentlich dann nach Short-Werten zu suchen. So, dann schauen wir mal, was die Märkte in der Welt machen. Ganz spannend, ich habe hier mal die Welt aufgelistet, von Korea, Asien, sonst wie. Ich habe das hier mal sortiert und dann schaue ich mir mal gerne an, wer hier oben eigentlich der Player ist. Ja, das ist hier Gold Xetra, wo ich meinen Fehltritt drin hatte. Dann haben wir hier oben China, die immer noch weiter oben stehen von der Trenddynamik, die eigentlich am meisten betroffen waren. Denen geht es eigentlich noch gar nicht so schlecht wie den anderen Indizes. Nasdaq 100 ist noch schön okay. Und wenn ich mal schaue, wer ganz unten steht, da haben wir Österreich. Also ich weiß nicht, was die Österreicher gemacht haben, aber die sind richtig abgestraft worden. Also da hat sich richtig eine Short-Dynamik aufgebaut. Also, Respekt. Also 50% verloren. Das ist schon eine Hausnummer. Und so kann man halt mal sehen, sofort, wie viel Indizes im Land sich auf Jahrestiefs, sag ich mal, befinden. Das leuchtet dann hier bei mir rot auf, Jahrestiefs. Und das zeigt mir, okay, es gibt im Moment gar keinen Markt, der jetzt irgendwie bevorzugt wird, außer vielleicht Gold oder halt, ja, es gibt im Moment gar nichts, wo ich jetzt reingehen würde. Da muss man einfach mal die Füße still halten und gucken, was sich etabliert. Ja, man sieht hier in Österreich, wie das Volumen nach oben geht und alles wurde gebrochen. Wir haben hier extremes Volumen, 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 Volumen. Dann hier unten die Unterstützung. Gehen wir mal zurück. Wo stehen die? Ungefähr bei 2011. Und wenn dich hier im Boden findet, dann werden wir das erkennen, weil dann wird halt irgendwann mal eine positive Kerze auftauchen und der Bereich vielleicht nochmal getestet. Aber das haben wir nicht. Bei uns in der Gruppe gucken wir jetzt uns genau an, welche Branchen da mitspielen, welche Länder mitspielen und versuchen halt dann einen Tiefpunkt zu erreichen mit kleinen Positionen. Ja, also wirklich ganz, ganz kleinen Positionen. Dazu muss die Wohle aber zurückgehen. Ja, wir haben diese Kerzen hier oben, das ist der Normalzustand.
Und das ist der Ist-Zustand. Das ist ja 300 bis 400% höhere Volatilität als vorher. Das muss man wissen. So, und dann haben wir die EU-Sektoren. Was man hier auf Anhieb auch sieht, ist, ja, wir haben alles rot. Es gibt keine in dem Sinne, sage ich mal, Werte, die irgendwie über 1 notieren, also irgendwie positiv sind. Das, so ist es bei mir eingestellt. Und deswegen ist das Szenario short. Wenn ich hier irgendwas long handeln möchte, dann brauche ich halt bestimmte Volumenanhäufungen. Hier habe ich mal die Volumenkerzen eingezeichnet, die halt ansprechen, wenn ein hohes Volumen vorliegt. Habe ich hier im Bereich von Food and Beverage, der eigentlich, wo ist das, Gesundheit, Nahrung ist hier auf 2, also mit die stärkeren noch. Die hat hier ein hohes Volumina. Schauen wir doch mal, was die Tage passiert, ob sich das hier fängt, weil gegessen wird immer. Frage ist nur, kriegen die dann auch ihre Zulieferungen noch, wenn alle krank sind und keiner mehr Trecker fahren kann auf dem Bauernhof? Mal schauen. Und von daher ist das hier so ein Ding für die Watchlist, long mal reinzuschauen. Was macht Food and Beverage? Im Gegenzug könnte ich sagen, haha, okay, jetzt schauen wir uns dann halt mal Aktien an aus dem DAX, die mit dem Food zu tun haben, mit Essen zu tun haben. Ist das im Chart genauso. Ja, der Chart sieht im Moment mega schlecht aus. Ich spekuliere darauf, dass ich halt so ein hohes Volumen dazu nutzen kann, wenn das wieder positiv wird, in einer Seitwärtsbewegung, dann noch gegen eine kurzfristige Gegenbewegung mitzunehmen. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. So, dann haben wir Gesundheit, gehört auch mit zu den Performern. Haben wir auch ein hohes Volumen, es konsolidiert auch in diesem Bereich. Ja, das ist tief, da ist hoch der Kerze, geht das darüber, etabliert sich, haben wir eine kleine Chance, in den anderen Bereich zu handeln, dann wieder in die Aktien zu gehen. Wer das nicht möchte, kann auch den ETF handeln. Ja, ist natürlich nicht ganz so agil, sag ich mal, wie die Aktien. Und dann sieht man halt in den Branchen, dass hier oben steht, wenn ich das sortiert habe, das ist Gesundheit, Nahrung, Energie, Telekommunikation auch. Aber da hört es eigentlich schon auf. Und wenn ich die ganz ausgebombten sehen möchte im Verhältnis zu den Indizes, dann sehe ich hier den S-DAX. Darunter sind Branchen, wie alle noch angepriesen worden, kurz bevor der Markt drunter war, habe ich immer nur bei NTV gehört, kaufen Sie Immobilien, das sind die ganz sicheren. Da passiert ja nichts, weil gewohnt wird immer. Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, da war nicht so ein toller Ratschlag. Also von da ganz oben, wollen wir mal nicht so positiv, sondern mal von hier, hat mal die Immobilienbranche auch 37% abgegeben. Und sie hört jetzt nicht mehr zu den Highflyern. Es war vorher eine Highflyer-Branche und jetzt ist es aber nicht mehr. Wir warten jetzt auf Branchen, die extrem hohe Volumina haben, meinetwegen hier Konstruktion und Material. Hat hier fünffaches Volumen vom Durchschnitt, das sehe ich hier am Tief. Und das ist ein Ding, das schaue ich mir mal auf der Longwatch-Liste an. Ja, das ist hier, diese Zone sollte nicht unterschritten werden. Geht das über das Hoch, dann könnte das eine Branche sein, die vielleicht am ehesten mal wieder eine Gegenbewegung macht. Warten wir mal ab. Weil wenn die Staaten investieren, machen sie es ja immer oft in Krisen, in Bauwirtschaft und Infrastruktur. Diese Branche würde dann davon profitieren. Warum habe ich die jetzt gefunden im Screening? Weil ich mir auf das extreme Volumen im Verhältnis zu, sag ich mal, mir anzeigen lassen kann. Es leuchtet orange auf und zeigt mir auch das gesteigerte Volumen an. Und das ist halt spannend. Habe ich noch eine Branche, die Versicherungsbranche, hat auch ein extremes Volumen, das ist fünffach. Ja, wenn man hier schaut, das ist jetzt nicht ein ETF, der so extrem gehandelt wird, aber ist trotzdem fünffach. Und könnte man sagen, was passiert hier? Unteres Tief, wir haben ja Umkehrstäbe. Schauen wir uns da mal das Hoch an. Bleibt der da in der Zone, läuft der seitwärts und kommt wieder zurück? Dann könnte man in der Versicherungsbranche dann nach Aktien suchen. Wie mache ich das? Nehmen wir mal an, ich suche jetzt in der Konstruktion, Material, nach Aktien. Dann gehe ich hier auf Screener EU. Dann sehe ich, oh, mein Screener ist ja voll. Da sind nämlich alle Aktien drin, die wir im MDAX, TecDAX, SDAX und drin haben. Und die hole ich mir so hier rein. Wie gesagt, das sind nicht die CFDs von FX Flat, sondern letztendlich sind das einfache gehandelte Aktien. Und dann sind die Indizes da drin. Ich habe hier eigene Listen mir erstellt, die aktualisiert. Nehme die jetzt mal raus und schwupps gehen die ganzen Werte raus. Und ich suche mir jetzt die EU-Branche mal raus. Und zwar hatten wir gesagt, Konstruktion und Material, die ist hier unten. Und dann wirft er mir diese Werte, sind nicht viele in Deutschland, die mit Konstruktion zu tun haben, hier rein. Und dann kann ich mir das hier ganz mal schnell sortieren.
Das ist jetzt nach Stärke sortiert gleich, ein, zwei Klicks. Was sind die, hat die starke Trenddynamik und was hat die schwache Trenddynamik? Dann sehe ich, hier ist eine Uzu, das kann halt ein Nebenwert sein. Der ist auch nicht so stark, weil alles ist unter dem Bereich 1. Und dann schaue ich mir weiter eine Aktie an. Das ist die Bauer-Aktie, glaube ich, genau. Die ist auch schon schwach. Das heißt, ich habe hier noch keine Aktien, die reagieren. Ich muss jetzt schauen, welche Aktien haben ein hohes Volumen am Tief. Zeigt er mir auch an, kann ich mir auch sortieren. Dann sehe ich, es ist einmal der Konstruktions, das ist die Benchmark, ne, hier diese ETF. Und dann ist die Uzu und dann haben wir hier den ST5, was ist immer das für eine Aktie, Steico. Die hat auch hohes Volumen, aber reagieren nicht mit der Stärke drauf. Das heißt, ich muss mir noch Aktien abwarten. Für Aktien abwarten, die halt ein extremes Volumen haben, gibt die Branche jetzt noch nicht her. Die Bilfinger und Berger hat hier heute einen Umkehrstab produziert, das ist ganz spannend. Hat das Volumen da hoch. Und jetzt schaut man mal, hier ist die Kerze, da ist Volumen hoch, da war das hoch, hier hat sie wieder reagiert. Und jetzt warten wir mal ab, ob die sich hier irgendwie fängt. Und dann seitwärts geht, packe ich mir mal in meine, das ist ein Umkehrsignal direkt, in meine Handelsliste für den nächsten Tag. Mal schauen, was die macht. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Programm hier bei den Aktien. Und einen Überblick über die deutschen Aktien mal zu machen, geht ganz schnell, wie gesagt. Wir gehen auf statische Listen, nehmen die Branche mal raus, die EU-Sektoren. So. Und holen uns die Indizes rein, DAX, MDAX, SDAX und TechDAX. Wir werden alle gescreent, um einfach mal den Gesamtzustand des Aktienmarktes zu sehen. Und das Interessante, man sortiert das hier wieder alles, das ist das Schöne, was es lädt noch kurz, Moment. So. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle gefüttert. Dann sortiere ich mir das, die starken nach oben, Trägerwerke. Ja, ist toll, kein Kauf für mich. RIP hat ein Übernahmeangebot, ISRA hat auch ein Übernahmeangebot, deswegen haben die so einen komischen Kurs hier oben. Dann kommt die QueerGen, ja, die habe ich auch definitiv auf der Watchlist, weil die macht nämlich auch diese Testverfahren für das Corona, hat aber auch abgegeben. Ja, die ist auf jeden Fall auf meiner Watchliste. Long hat noch kein Handelssignal ausgebildet. Auch wenn hier die grünen Pfeile sind, muss man die nicht immer handeln, logischerweise. Wir hätten auch gar keinen Einstieg bekommen. Aber es ist in einer schönen Zone drin und was ich jetzt eigentlich sehen möchte, ist nochmal ein schönes hohes Volumen, wenn der Kurs nochmal runtergeht und dann hätte ich da schon Lust, die Aktie bei einer entsprechenden starken Kerze zu handeln. Shop Apotheke hatten wir gestern ein Signal, vorgestern ein Signal, dieser Umkehrstab, die hat sich mega entwickelt, die Aktie, erfüllt das volle Perlentaucher Setup nach Setup Nummer 1. Und das ist eine starke Aktie, logischerweise, die profitiert von den Verkäufen, weil die Apotheken bald keine Apothekerin mehr haben, weil die alle krank sind. Das ist halt besser, wenn man das, sag ich mal, vom Homeoffice einfach verschickt, logischerweise. Und dann sieht man schon, wie alles am Jahrestief darunter ist. Und dann brauche ich, wenn es hier rot aufleuchtet, gar nicht weiter nach rechts gucken, weil ich will ja nur Sachen handeln, die entsprechend long sind. Und das Grüne bedeutet im Endeffekt, die Aktie ist ein Outperformer im Verhältnis zur Benchmark. Aber wenn die Benchmark schon schlecht ist, dann interessiert mich das nicht, sondern ich nehme ja nur Werte, die über dem Wert 0,98 liegen. Und dann halte ich hier eventuell Signale, Korrektursignale oder wann fängt Outperformance an. Und die kann ich dann bewerten. Ja, also von daher bin ich relativ schnell durch mit dem Programm. Ich habe hier keine Signale, wo ich irgendwie long gehen kann. Habe ich Signale im Short-Bereich, dann schaue ich unten, scroll ich nach unten. Und dann möchte ich halt Aktien handeln, die möglichst hier nicht extrem hohes Volumen haben, sondern klein und die halt hier ein Korrektursignal haben. Und da ist auch keins. Ich habe hier kein Korrektursignal. Hier habe ich mal eins. Befinde ich mich im Mittelpunkt, das ist Buyer. Schaue ich mir die Aktie an, klicke hier mal ein auf Korrektursignal, Short. Dann habe ich hier die Einstiege Short bekommen und habe jetzt hier einen Einstieg Short. Bei hohem Volumen, hier unten, muss ich mir verdeutlichen, ja, an der Kerze hohes Volumen, an der Kerze hohes Volumen, geht der Markt hier drunter, habe ich Potenzial bis hier unten. Danach könnte es dünn werden. Also ich sollte hier meinen ersten Teilgewinn realisieren und dann die Aktie einfach schwellen und nachziehen. Deshalb geht die mal in meine Shortliste. Okay, so viel dazu, so schnell gehe ich durch die Märkte.
Ich bin da relativ schnell, noch viel schneller, als ich jetzt beschreiben kann. Für mich reichen dann das schon aus, um ein, zwei Trades zu finden auf Tagesbasis. Jetzt eher, wie gesagt, wenn ich etwas mache Short, da muss der Markt aber ein bisschen korrigiert haben. Hier wäre meine Positionsgröße eher klein, weil der Markt halt nicht über den Preis korrigiert hat, also heißt die hoch, sondern ein bisschen über die Zeit. Und weil ich, ganz wichtig, das Volumen am Tief gegen mich habe. Die Leute, die dort unten gekauft haben, sind der Meinung, Bayer ist halt jetzt günstig. Und wenn der Kurs wieder hier runterkommt, dann kann es sein, dass die immer noch der Meinung sind, weil sie Fondsbesitzer sind oder sonst wie. Oder Großanleger sagen, da kaufe ich auf jeden Fall bei 45, weil ich weiß, die Aktie hat das und das. Insider-Informationen oder sonst wie. Und das möchte ich halt eigentlich nicht gegen mich haben, das Volumen, sondern über mir. Ja, deswegen ist halt auch cool, wenn die Kerze super hier oben, die schwarze, hat am Tief was gemacht, hier drüber, wenn der Kurs nicht über dieses Hoch dieser Kerze geht. Weil in dieser Spanne hat sich das hohe Volumen abgespielt. Und von daher, der Markt ist jetzt zu Ende. Hier ein Short, wenn ich das mache, muss ich wissen, das Potenzial ist, ich könnte hier in Stocken geraten. Das wäre für mich jetzt mal ein Short, der ganz witzig ist, vom Aussehen her. Und damit möchte ich erstmal belassen. Und was zeigst du uns in deiner Screener-Liste bei US? Bei Screener-Werte US habe ich natürlich auch kurz mal gesagt, die US-Sektoren logischerweise. Hier ist auch alles jahrestief im Rotbereich. Ja, das heißt, wir haben hier eigentlich keine starken Branchen. Selbst Utilities ist nicht so stark, gehört aber mit zu den besseren noch. Ja, zu den ganz schwachen gehört Öl. Also da sind arge Investoren ausgerutscht bei Öl. Also tief war der Kurs logisch noch nie. Und von daher das gleiche Szenario. Ich kann eigentlich nur Short handeln. Long habe ich hier noch nichts. Die Tiefs bei hohen Volumina werden durchgereicht. Und solange ich die nicht unter mir habe, möchte ich da auch nicht Long sein. Im Screener OS kann ich natürlich auch alles hineinbegeben. Schaue ich da mal kurz rein abschließend. USA-Index kann ich mir aussuchen. Okay, gehen wir mal den Dow 30 einfach rein. Es wird gescreent. Dann kann ich das auch gleich sortieren. Und entsprechend, wo sind die Guten, wo sind die Bösen? Sortiere ich das mal. Und die Guten nach oben. Dann habe ich hier eine Walmart, die halt, sag ich mal, gut darstellt. Sich darstellt. Und das sieht man ja auch logischerweise. Und wenn ich aber die Kerzen sehe, von hier nach hier, da wird mir richtig schlecht. Also wie soll ich das handeln auf Tagesbasis? Es bleibt nur der Schritt in eine kleinere Zeiteinheit, da spreche ich von 5 Minuten, wo man so eine Moves natürlich ausnutzen kann. Wenn ich weiß, dass beim Perlentaucher-System hier unten nach einer Korrektur ein Einstieg möglich wäre, dann kann ich so eine Marken nutzen, mir einen Preisalarm hineinlegen und das auf 5 Minuten bei Überschreiten versuchen zu handeln, weil dann ein Impuls reinkommt. Dann muss man Zeit für haben und man weiß ja nicht, wann das kommt. Also den ganzen Tag davor zu sitzen, ist nicht mein Trading-Ansatz, sondern ich handle lieber auf Tageschart. Das heißt, wir haben alle noch am Jahrestief viele Werte davon und deshalb haben wir keinen Long aus der Korrektur logischerweise. Wir haben kein Korrektursignal, was wir handeln können, weil der Markt halt angestiegen ist so extrem und die Kerzen keine Schwäche zeigen. Und da schützt mich mein Tool einfach vor dem Vortrade, also dass ich halt viel zu schnell reingehe. Ja. Ich kann euch den Trade nochmal zeigen, den ich gemacht habe, den ich immer noch zu laufen habe. Deswegen hier, es ist ein Long Trade, aber der, es ist ein ETF Short. Ja. Das heißt, der ist zweifach gehebelter ETF. Wenn der DAX fällt, wird das zweifach gehebelt und das Produkt steigt dann. Man sieht hier, ich bin hier eingestiegen, habe dann den ersten Teilverkauf relativ früh gemacht von der Position und dann hier den zweiten Verkauf gemacht, dort den dritten und vor ein paar Tagen den vierten, habe immer noch eine Position offen und das Ding ist jetzt 102% im Plus. Und ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Der Stop ist halt, war ich mal, relativ leger nachgeführt und wenn die Bewegung weiter anhält, werde ich den ganz sukzessive nachtrailen oder halt noch Teilverkäufe machen. Hier sieht man das auf Wochenbasis, wie schnell und dynamisch das Ding angelaufen ist mit den entsprechenden Verkäufen. Und deshalb ist es halt gut, das Index, die Indexanalyse zu machen, um einfach zu sehen, was passiert einfach mit den Indizes und was passiert dann natürlich im Vorfeld schon mit den Aktien. Die reagieren meistens schneller als der Index. Wochenperformance. Ja, Wochenperformance ist
letztendlich hier Monatsperformance, Wochenperformance und Daily Performance heißt, das ist das vom Tag zum Schlusskurs davor. Wochenperformance ist im Endeffekt die letzten 5 Handelstage, also nicht die normale Wochentage. Und Monatsperformance sind die letzten 20 Handelstage. Und ja, das ist halt letztendlich der Ansatz. Okay, dann sind wir auch schon durch. Die Zeit ist schon fortgeschritten, dann sage ich mal, heute lassen wir die Aktien einfach mal weg, die eigenen. Und das nächste Webinar ist dann, was die Perlentaucher-Methode anbelangt, am 15. April, aber bei CapTrader. Das ist immer abwechselnd, einmal CapTrader, einmal FX Flat. Meldet euch bei CapTrader auf der Seite unter Training an, damit ihr auch dann das Webinar hören könnt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten habe ich noch bei FX Flat am 25. März ein Webinar. Da zeige ich die Mercury-Version mit der FX Flat Handelssoftware. Also Quatsch, Agina Trader Handelssoftware. Wir machen dort so einen Agina Trader Helptest. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Da entwickeln wir gerade so einen freien, kostenlosen Perlentaucher, die man auf den Agina Trader aufsetzen kann mit einer abgespeckten Version, was dann natürlich nur mit geringem Maße umsetzbar ist. Aber was in die Richtung meines jetzigen Handelsplatzes geht, könnt ihr gerne vorbeischauen. 25. März um 18 Uhr. Okay. Danke für die super Erklärung. Bedanke ich mich auch. Die Zeit schießt davon. Ja, das stimmt. Das geht immer sehr schnell. Ich dachte, ich bin heute in 30 Minuten durch. Aber Märkte machen halt Spaß. Und wenn ihr jetzt im Minus seid, dann seid einfach vorsichtig. Nehmt das Geld, sage ich mal, und sichert euch das Geld letztendlich ab, wenn der Markt wieder nach oben kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, wo es hingeht. Wir wissen es alle nicht. Corona regiert die Welt im Moment. Und ja, seid vorsichtig und passt eure Positionsgrößen an, auf jeden Fall. Das war's, Wolfgang. Ja, Carsten, vielen Dank. Vielen Dank für deine Erklärung. Ich hoffe, ja, also ich kann auch nur mich den Worten anschließen von Carsten. Geld sichern ist, glaube ich, die oberste Priorität momentan. Und man weiß wirklich nicht, wo es noch hinführt. Und ja, bitte achten Sie auf Ihre offenen Positionen. Ich wünsche allen noch eine erfolgreiche Handelswoche und dir, Carsten, und allen Teilnehmern einen angenehmen Abend.